Die letzte Chance auf Kryptoarktos. Außerdem das aktuelle Update forciert. Niantic schreibt etwas über Despota. Im Raid mit Katapult wäre genial. Und Effektivitäten. Okay. Auch spannend, dass Pokémon Go dazu mal etwas schreibt. Jedoch fangen wir mal an. Deshalb im Hintergrund auch ein bisschen Team Go Rocket. Vielleicht mit ein paar Eventfängen. Niantic hat nun bestätigt, dass wir nach Kryptoarktos ein anderes Krypto-Pokémon von Giovanni erhalten werden, nämlich am 1. Dezember. Hier steht dran, lokale Uhrzeit, also Ortszeit. Das hat Niantic Help hier geschrieben, und zwar, denkt dran, Giovanni bis zum 30. November zu bezwingen, wenn man das Krypto-Pokémon aus diesem Monat haben möchte. Denn dieses Krypto-Pokémon wechselt am 1. von jedem Monat, unabhängig davon, wann man die Spezialforschung erhalten hat. Bedeutet also, November ist der erste Monat, wo diese Spezialforschung überhaupt rauskam. Und jeder, der die fertig gemacht hat, Giovanni bezwungen hat, konnte bisher Krypto-Arktos fangen. Jeder, ausschließlich jeder. Ja, Arktos war das dritte Pokémon, das war mal eine einmalige Sache. Normalerweise kann man ja nur das erste, beziehungsweise bei den normalen Rüpeln das erste oder das zweite mit einer geringeren Chance, 15% fangen. Und bei Giovanni eben sogar das dritte Pokémon, ein legendäres Krypto-Pokémon. Und warum genau Arktos, hat man gefragt. Und man hat schon Krypto-Lavados und Krypto-Zapdos gesehen. Jetzt wurde es bestätigt. Genau, wer unbedingt Arktos haben möchte, weiß nicht, weil der Pokédex-Eintrag fehlt, weil Lieblings-Pokémon, der muss es noch bis zum 30. November fangen. Aber man kann trotzdem, auch wenn man es am 1., 2. oder 10. Dezember abschließt, kann man das Krypto aus Dezember, was auch immer, sagen wir einfach Zapdos, kann man dann fangen. Und danach erhält man die Spezialforschung erneut für den Dezember. Wenn man sie dann nochmal im Dezember abschließt, bekommt man nochmal Krypto Zapdos. Aber die aus Dezember könnte ich dann, weil ich zum Beispiel sage, ach, ich brauche nicht zwei Zapdos, ich habe ja das im November schon im Dezember abgeschlossen, dann könnte ich die aus Dezember auch im Januar abschließen, und zwar bis zum 30. Januar, und dann bekomme ich trotzdem noch die Spezialforschung für den Januar, welche ich bis zum 30. Februar, nein, nicht ganz 30. Februar, was haben wir da, 28. Also ich denke, man versteht, was ich meine. Immer bis zum Ende nächsten Monats sogar. Nur eben, Arktos hat man dann nicht. Sprich, noch gut eine Woche. Wer Krypto Arktos haben möchte, wer es nicht im November schafft, kein Problem. Anderes Pokémon plus die Spezialforschung gibt es aber dann trotzdem. Genau, das habe ich jetzt ausführlicher erklärt, als man es hätte müssen, denke ich mal. Aber es hat hoffentlich jeder verstanden. Wer jedoch, weil nun bald der Monat zu Ende ist, die neue Spezialforschung dann auch macht für den Dezember, meinen Trick eventuell und meinen Tipp bedenken. Manche fanden das echt genial, freut mich auf jeden Fall dafür. Nummer 1, bevor man Giovanni besiegt, könnte man auf das Wetter warten. Bei Arktos ist es eben windig oder Schnee und je nach Pokémon andere Wetterbedingungen, dass es wettergeboostet ist, weil dann hat es höhere Mindest-IV. Und man könnte die Spezialforschung für den Monat einfach noch nicht komplett fertig machen, sondern bis zum Schritt mit dem Super Rocket Radar mit Giovanni. Und dann bekommt man nachweislich mehr Rüpel. Manche Leute machen das und farmen täglich extra Rüpel ab, eben die getarnten. Da kann man mit dem Super Rocket Radar ebenfalls aufspüren. Am Anfang dachte ich schon, aber da habe ich zu schnell gelesen. Da dachte ich, dass die fangbaren Shadow-Pokémon auch von den Bossen wechseln, aber davon lese ich hier nichts. Also haben die Shiny-Jäger hoffentlich noch etwas länger Zeit, Mauzi, Sneebel und Krypto-Shiny-Sichlor zu jagen. So, das war's mal dazu. Dann hat Niantic einen Beitrag veröffentlicht. Seid ihr bereit, euch dem Panzer-Pokémon Despota zu stellen? Mit den folgenden Typen: Kampf, Wasser, Pflanze, Boden, Käfer, Stahl und Fee-Attacken. Warum twittert Niantic jetzt etwas zu Despota? Das Pokémon gibt es schon seit gefühlten Ewigkeiten im Raid. Kurzzeitig glaube ich mal wieder nicht, aber meistens ist Despota ein 4-Sterne-Raid. Und wenn mich meine Erinnerung nicht komplett täuscht, dann war es beim Community Day so,
dass man, wenn man ein Despota gefangen hat, dass dieses die Attacke Katapult erlernt hat. Also es hat die Attacke einfach beherrscht. Sprich, jeder, der noch nicht lange spielt, keine Candies hatte und so weiter, hat sich komplett die Entwicklung erspart und hat trotzdem ein Pokémon mit der exklusiven Attacke erhalten. Deshalb sage ich immer, ja, man bekommt die Attacke im Grunde nur durch die Entwicklung, aber rein theoretisch auch durch einen Wildfang. Aber wann begegnet man schon einem wilden Despota einfach so oder einem wilden Logok? Einige davon gibt es gar nicht in der Wildnis. Von daher, das dazu gesagt, mal schauen, sollte wirklich am 14. und 15. Dezember neben den genannten Raids noch ein Despota Raid sein, dann wäre das definitiv meine Empfehlung, sowas zu machen. Also hoffen wir mal, dass das schon ein Wink mit dem Zaunpfahl war von Niantic, aber auch hier nochmal dazu gesagt, weil es eben eine Entwicklung ist, kann es nicht shiny sein, das Despota. Das muss man auch bedenken. Jedoch bei Despota muss ich echt sagen, wäre mir persönlich die Attacke viel wichtiger als shiny oder nicht. Gut, und dann, vermutlich im Zuge des Events auch mit der Typeffektivität, hat Pokémon Go folgende Grafik veröffentlicht. Die Typeffektivitäten. Ja, richtig genial. Nach mehr als drei Jahren erfahren wir dann auch mal die Typeffektivitäten. Ich meine, ja, das ist sowieso bekannt. Allerdings finde ich es trotzdem. Ich freue mich immer, wenn Pokémon Go auch über solche Dinge offiziell redet und nicht alles so. Ich weiß nicht, Professor Willow hat das herausgefunden und mit etwas Glück könnt ihr die schillernde Variante finden, sondern einfach mal Tacheles reden. Normal ist gegen ein Verbotenschild effektiv und genau so soll es nun mal sein. Jo, ich fand, das war definitiv eine Erwähnung wert. Dann ging ja gestern die Erweiterung des Beutels und der Pokémon Box live. Das war so in letzter Minute gerade noch ins Video geschafft. Ich habe mir jetzt auch schon stückchenweise das eine oder andere Upgrade genehmigt. Muss sagen, bei den Items bin ich in den letzten Tagen vor allem immer knapp ans Limit gekommen. Nach einem Community Day, und der war ja erst kürzlich mit Panflam, sieht es immer gut aus, weil da habe ich dann alles an Nanabären weg, einen Großteil der Hyperbälle, dann habe ich wieder ein bisschen Platz, aber sobald ich ansammle, keine Ahnung, sofort wieder voll. Ich habe 300 goldene Himibären, ich habe fast 200 silberne, müsste ich vielleicht häufiger verwenden. Also ich begrüße diese 500 extra Plätze definitiv. Paar Tränke noch bunkern, wenn man mal dann zu viel Team Go Rocket macht, wie zum Beispiel an diesem Wochenende von 11 bis 13 Uhr am Sonntag bei jedem Pokestop. Das ist schon nett und vor allem, es kommen immer mehr Formen dazu. Gala, Smogmog, neue Shinies, neue Hüte. Ja, zu viel Zeug und jetzt eben maximal 3000 ausbauen. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nun schon länger keine Aktion mehr dafür gab. Ich erinnere mich, als irgendeine Generation erschienen ist und die Pokémon Box auch erweitert wurde, da konnte man die Upgrades sogar irgendwie für die Hälfte, grob gesagt, kaufen. Also die waren nur halb so teuer. Ja, nicht jeder braucht direkt am Anfang 3000 Plätze in der Pokémon Box oder 2500 Itemplätze, das kann ich schon verstehen. Aber trotzdem, nun sind es ja doch schon so einige Upgrades, die man für ein volles Inventar tätigen müsste. Das könnte man sich auch mal ausrechnen. Aber so 100 Euro, wenn man sofort auflädt, wird das schon kosten. Okay, man kann es durch die kostenlosen Pokécoins auch kaufen natürlich und das ist nicht Euro-gebunden, wie beispielsweise das Ticket für Regigigas. Von daher ist das schon mal ganz fein. Aber trotzdem, so eine kleine Aktion, minus 50% hätte man auch mal wieder einführen können. Da hätte ich auf jeden Fall zugeschlagen. Na gut, ansonsten soll es das mal für die heutige Folge gewesen sein. Also bis zum 30. November hat Niantic bestätigt, muss man Kryptoarktos fangen, wenn man es eben haben möchte. Ansonsten wird man unabhängig davon, wann man die Spezialforschung erhalten hat, das Krypto-Legendäre aus dem aktuellen Monat bekommen. Oder übertrieben gesagt, selbst wenn ich die aus November irgendwann im April 2020 abschließe, bekomme ich genau das Pokémon aus April 2020. Und wenn man bedenkt, die Spezialforschung kommt immer wieder,
wohl auch unverändert. Vielleicht das eine oder andere Krypto-Pokémon aufheben, welches nur 1000 Sternenstaub bei der Erlösung kostet. Ich hebe mir die ganzen Zubat und Golbat auf und dann hat man Monat für Monat immer 15, hoffentlich angespart. Dann ist das nicht ganz so teuer. Na gut, für die heutige Folge würde ich mal sagen, war's das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.